Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kolat. Wir folgen immer noch der... Was ist das? Was ist das? Das ist auf jeden Fall das Viech, was Spuren hinterlässt. Das hier? Ich habe keine Ahnung, aber es ist doch kein Survival-Spiel. Deswegen frage ich ja. Wir wären auch so rumgekommen anscheinend. Ja, sonst wäre es nicht länger gewesen. Und das Spiel wollte, dass du so rumgehst. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe mich einfach erschrocken, es tut mir leid. Aber ganz genau. Wo bin ich? Orientierung gleich null. Jetzt wärst du da, wo du da gewesen wärst, wenn du rumgegangen wärst. Ja. Oh, habe ich mich erschrocken. Da wärst du. Ja. Soll ich jetzt dem Viech folgen oder soll ich die Treppe hoch? Kommst du da überhaupt hoch? Ja, ich glaube schon. Geh erstmal hier hin. Ich bin nicht selbst unsicher, ob du da überhaupt hochkommst. Banane. Hier komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ich komme da nicht drunter her, so wie beim Rohr vorhin. Da war ganz am Anfang, erste Folge, ein Rohr. Und ich kam da nicht dran vorbei. Ja, das stimmt, da hast du hier gepennt. Boah, habe ich mich erschrocken gerade. Nee, sogar nicht. Nee, komme ich gar nicht. Aber da drunter. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, ein neuer Weg da. 11:50. Hier unten sind wir. Ja, doch. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hier hoch und dann landen wir hier. Ja. Haben wir denn hier irgendwas? 7, 14 hätten wir in der Nähe. Müssen wir nur weiter runter gehen. Ja. Da, 14. Müssten wir also in die Richtung. Ja. Also, da lang. Kompass scheint hier wohl doch. Anscheinend. Wir gehen erstmal hier lang und wenn wir gleich dann... Das muss ich da nicht lesen. Dann musst du mich dran erinnern, wenn wir dann wieder rauskommen, hier lang. Ja? Wenn du da wieder rauskommst. Ich hoffe es doch. Und bisher nicht nochmal so ein Erschrecker. Ich habe nämlich damit echt nicht gerechnet gerade. Ich weiß, vor allem beim Horrorspiel. Es soll ein Horrorspiel sein. Ich hasse euch. Er hat Freunde im Schattenreich. Oh nein, das sieht aus wie das mit den Steinen. Wenn gleich wieder Steine auf mich zugeflogen kommen, dann hasse ich euch. Och nö. Und da kommst du da eh nicht. Zumindest nicht lebendig. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Erhard Freunde im Schattenreich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist ein Friedhof. Das sind da Steine. Das sind Knochen. Muss nichts heißen. Das sind alles Knochen. Muss nicht heißen, dass es ein Friedhof ist. Wenn wir Schamanismus oder Hoodoo betrieben haben, dann können da auch Knochen liegen. Jetzt muss mir erklären, was Hoodoo ist. Hoodoo ist auch eine Art von Schamanismus. Da ist eine Treppe. Nur kommt eigentlich aus dem afrikanischen Bereich. Ja, da ist eine Treppe, aber ich weiß nicht, du wie ich da hinkomme. American Horror Story Coven nicht mit mir gesehen. Nein, ich da kann... Hoodoo gut gezeigt und erklärt. Entweder ich springe jetzt hier runter. Und stirbst. Nein, weil da eine Treppe ist. Es ist nicht tief. Guck mal, es ist nicht tief. Und gehe dann die Treppe. Mhm. Oder ich gehe den anderen Weg und gehe erst zu 14. Was soll ich machen? Erst 14. Gut. Aber das, wie wir Chefs Indianer sind, jetzt ich mal, das ist Schaman, das ist Schamanismus betreiben, kein Hoodoo. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. So, jetzt sind wir. Ja, du kannst eben von da. Ich weiß, ich muss hier lang. Ja, die Koordinaten sind nicht mehr da. Ah, doch.
Ja, ich komme hier nicht mehr zu her. Du bist gegen deine Orientierung, die schon so schon müde ist. Hätte ich mal dieses Spiel gar nicht gewählt. Das also, hättest du da, schon da, da sind sie. Oh. Sollen bei mir da. Ich bin da hochgegangen und komme da wieder. Ja, ich habe doch gesagt, das führt um den Einstein rum. Kommen wir da trotzdem? Um den Einstein rum. Einstein! Ach, jetzt Jetzt habe ich meinen Humor wieder. Ja. Guck, da ist ein Ritual. Nee, das ist was anderes. Das ist die Brücke ganz am Anfang, oder? Also nur, ich weiß nicht, wie die am Anfang des Brücke aussah. Doch, da ist der See. Die ersten beiden Folgen habe ich geschlafen. Sollen wir trotzdem erst hier hingehen? Ja. Könnte nirgendwo anders hin. Ja, zur Zeit ja nicht. Dann gehen wir ja, gleich wieder. Das sieht ja so verbrechlich aus. Nee, das. Die sehen alle so aus. Oh, auf jeden Fall schien hier jemand gewesen. Oh, nice. Naja, auf jeden Fall schien hier jemand gewesen zu sein. Aber sie scheinen wohl nicht sehr nett mit Eindringen. Ja. Scheint echt so zu sein. Aber es ist echt typisch in der Indianerkultur. Vor allem, wenn du dann mit Kolonismus bist. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Versuchen sie Geister auf dich zu hetzen, dich zu vertreiben mit allem möglichen. Sind wir zu weit gegangen? 14, was war das? 83, das ist also irgendwo. Okay, dann müssen wir über den See hinaus. Dann bleiben wir doch erstmal hier, würde ich sagen. Und gehen dann in die Richtung, muss das sein. So, wie kamen wir jetzt wieder rüber? Über den Baum. Erstmal. Da hoch und dann über den Baum. Genau, dann suchen wir, gehen wir doch erst zu dem Friedhof. Das ist mir egal, für mich sieht es aus wie ein Friedhof. Aber ich habe die Skelette nicht gesehen eben. Nee, vorhin. Wenn das echt ein Déjà-vu ist, also ich hier schon mal vorbeigegangen bin. Sag nicht, ich komme nicht mal hoch. Darum gegangen. Ich gehe gerade den ganzen Weg nochmal von vorne. Sehr schlau. Danke, Spiel! Gut gemacht! Rennen wir mal ein bisschen. Ja, auch das kommt vor bei mir. Ja. Das hatte ich in Near Death ganz oft. So ein Wunder, nicht? Und da hatte ich ja einfach keine Ahnung. Ja, bis ich den Trick mit den Häusern herausgefunden habe. Einfach an den Häusern orientieren. Ja, ich weiß, wo ich bin. Das werde ich nicht überleben. Das war das, wo ich gesagt habe, der Baum hat mich geschlagen. Kriegst du dann auch Verletzungen? Nö, bisher nicht. Entweder ich sterbe komplett oder es ist gar nichts. Hier war nämlich die Dingsperson. Aber der Baumstamm ist kaputt. Komme ich denn überhaupt noch daher? Sein Geist. Ich habe mich so erschrocken. Haben. Ich hoffe, ich bin jetzt da, bevor die Brücke kaputt gegangen ist, bevor das Vieh auftauchte. Weil dann gehe ich dann zum Friedhof. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hasse euch. Können wir das alles nochmal machen? Ich werde Ewigkeiten für dieses Spiel brauchen. Oder was schneller. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ja, wir gehen jetzt den Weg wahrscheinlich.
Dann gehen wir hier und dann gehen wir hier den Weg. Wir versuchen es einfach nochmal. Dann wir voll überziehen und dann sagen wir cutten. Nicht cutten, verschnellern. Jetzt nach meinem Tod zum Beispiel. Ja. Noch so ein Ich hasse sowas aber. Das ist so langweilig, immer wieder dasselbe zu. Ja, ist es ja auch. Ich hoffe, ich denke, es speichert jedes Mal, wenn man eine Aufgabe erledigt hat, also noch einen Hinweis gefunden hat. Nein, die Steine, die mich erschlagen haben. Aber danach hat es gespeichert und danach war ich zum Zelt zurückgegangen, also hat es wie am Zelt gespeichert. Jedenfalls, du weißt, den Bergen wirst du nicht bekommen. Nee, überhaupt nicht. Was war was? Das war nur Stein. Das war nur Stein. Das, so bin ich vorhin drauf reingefallen. Hier vorne, ob das ein Reh sei. Da. Jetzt ändert sich wieder die Musik. Da ist das erste Totem. Da lenkt das Spiel. Die Umgebung muss nur laden. Ich weiß, dass ich zu schnell bin. Ich werde nicht nochmal denselben Fehler machen und zurückgehen. Weil dann werde ich wahrscheinlich getötet. Schamanismus ist meistens Rufen der Toten. Und da das ein Skelett ist, ist es schon etwas länger tot. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wie ist das Spiel? Da läuft, fliegt auch so ein rotes Skelettvieh rum. Es ist wie Monstrum, nur mit diesem Vieh. Ich weiß, welches du meinst. Wie hieß denn das Spiel? Wo dann, das ist aber nicht nur eins. Wo dann, das kriegt so ein Schädel mit Wirbelsäule. Ja, genau. Aber es hat auch Arme. Das ist auch nochmal ein anderes, das taucht da auch auf. Das gibt es nur einmal, aber die Schäden mit der Wirbelsäule, das sind irgendwie 5, 6, wenn nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele ich habe, das habe ich letztens in einem Video gesehen, aber das Spiel auch genau habe ich hier nicht aufgeschrieben. Ich kenne das nur durch Videos, selbst gespielt habe ich das auch noch nie. Das wäre sowas für dich, wenn du Bock drauf hast. Ich weiß. Bock auf Schreiben hast. Ich weiß, ich kenne es nämlich, aber ich vergesse immer den Namen und dann denke ich so, ach ja. Aber das ich weiß, es ist kein Spiel für dich. Komm, du kannst dich ja verteidigen, aber die Seelen da ist echt scheiße. Ich weiß. Es kommt ungefähr Skyrim Sender. Habe ich nie gespielt. Skyrim ist schon, ich glaube, Skyrim ist schon scheiße. Da erkunde ich gerne alles. Okay, einfach Mist. Wir müssen jetzt auch bald beenden, deswegen hoffe ich, dass ich bis dahin das schaffe. Wegen. Das Spiel saugt unglaublich Akku. Ja. Oh, jetzt wäre ich fast in den Tod gestürzt. Nicht gut. Aber anscheinend überlebe ich trotzdem. So, jetzt müsste die Leuchtefigur nochmal kommen. Ja, das war die Musik. Da war das Horn wieder, das ich dir noch zeigen wollte. Das ist wahrscheinlich eine der Wanderer gewesen. Gut möglich, denke ich mal. Ja, und ich laufe immer wieder den falschen Weg. Und immer wieder. Das Vieh dürfte noch gar nicht kommen. Bin ihm nämlich noch nicht begegnet. Ach ja, ich muss darüber. Was sind die ersten Koordinaten? Wo wir uns dann Ewigkeiten drüber unterhalten haben. In der letzten Folge. Mit 1,57. Da. Ich habe sie wieder übersehen.
Und dann gehen wir gleich über den Friedhof. Mal gucken, was da passiert. Es sieht aus wie ein Friedhof. Aber das Skelett war offen liegen, das ist kein Friedhof. Ein Friedhof ist ein Platz, wo Leichen oder Tote geehrt werden. Die wurden da garantiert nicht geehrt. Deswegen ist es kein Friedhof. Da sind die Fußspuren wieder. Ja, da kommt auch das Vieh wieder. Ich lass es erstmal verschwinden. Hau ab! Keiner mag dich! Dankeschön! Jetzt kommt mein Erschrecker wieder. In dem Moment geht mein Handy. Jetzt kommt dein Erschrecker wieder. Komm ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Oh, ein Schädel! Wo? Da! Oh, ja. Haben sie gut gemacht? Kaum zu sehen. Habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Wie kam ich da hoch? Du kamst nicht mehr hoch. Warte, stopp. Da hoch. Da versuchte ich ja gerade. Kommst du da nicht hoch? Wie kam ich... Ach, hier unten. Da unten runter, ja. Unten runter. Das war's. Upsa. Keine Fackel. Schade, dass du dir keine mitnehmen kannst. Da hängt einer dran. Will ich nicht mitnehmen. Bei manchen solchen Sachen muss man leider eher an sich denken. Ich weiß. Sterben? Erfrieren? Als eine Leiche entehren? Es ist keine Entehrung. Meinst du, der ist geehrt daran, dass er daran hängt? Wer weiß das schon. So, jetzt probieren wir es mal. Mal gucken, was passiert. Das ist auf jeden Fall ein Ritual. Wenn wir nicht irgendwie Amerika wären, könnte man denken, das wäre ein wär ein Platz für Hexen. Hängt. Und der Laptop macht. Oh, also irgendwas fehlt. Was ist das? Oh, sie wurden im Gesicht nach unten vergraben. Ja, weil hast du gesehen, was da oben. Spiel? Hallo? Nein, ich habe nicht gesehen, was da oben drauf war. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent. Or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Gemutet, verdammt! Stopp. Das weiß ich nicht. Ich will einfach rennen. Ich will mich gar nicht umgucken. Dann wäre ich zu neugierig für sowas. Ich kann gerade gar nicht mehr rennen. Merke ich. Ja, oh, bitte nicht. In den Wind. Ja, aber mir ist auch schwindelig, weil ich zu viel gerannt bin. Ah, Entschuldigung, dass ich gerade gemutet war die ganze Zeit. Kann die Musik mal aufhören? Nein, wir haben uns nur darüber unterhalten, was das da sein könnte. Nämlich ein Wendigo. Oh, Feuer. Bitte nicht. Ich wusste es!